Und wir treffen noch einen Laufkerl. Nuss abwehren, hinrennen, weil sonst rennt er weg. Vergib mir, Herr. Ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei und ich gebe ein Geheimnispreis. Nie wirst du meine Brüder bezwingen, wenn du sie nicht in der richtigen Reihenfolge besiegst. Merke dir. 2, 3, 1. Rechts soll links, aber die goldene Mitte geht vor. Bin ich jetzt ein Verräter? Ja. Du hast deine Brüder verraten. Das ist höchster Verrat. So. Einfach einen Deko-Kern auf dieses Auge schießen. Tür geht auf. Wir können die Tür schlagen und dann reingehen. Genau in der Reihenfolge. Befindest du dich im Wasser, kannst du tauchen, indem du A gedrückt hältst. Wetten, du findest etwas Interessantes? Ja, wir finden was Interessantes. Wir sehen es sogar schon von hier. Jetzt ist es da oben bei dem A-Knopf gewesen. So. Und wir tauchen einmal ab, drücken den Schalter, hören, glaube ich, wieder die Uhr. Ja. Warten darauf, dass die Plattform zurückkommt. Springen drauf. Können, glaube ich, gefahrlos darüber. Allerdings setze ich immer mein Schild ein, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil Link ist kleiner, wenn er das macht. Und nochmal eine Skulltula. Und die ist jetzt weg. Und ja, stell dich vor den Steinblock und halte A gedrückt. So kannst du ziehen oder schieben. Zum Hinaufklettern musst du dich vor den Block stellen. Drücke erst Control-Stick in die Richtung des Blocks und dann A. Achte auf das blaue Action-Symbol. Oder Aktionssymbol. Ist Sache mehr Action-Symbol. Gib mir doch endlich mal ein paar Deko-Kerne. Oh Mann, oh. Auf jeden Fall. Vorstehen, hauen. Nein. Vorstehen, zurückziehen. Oder halt schieben. Je nachdem, auf welcher Seite man gerade ist. Und so kann man Blöcke verschieben. Wenn wir uns da vorstellen und laufen, A drücken, kommen wir hoch. Und. Ui. Ein paar verwelkte Koranas, die dann, ouch, kein Problem darstellen sollten. So, nochmal eine Dekonuss. Kriege auch noch ein paar Deko-Kerne. Dankeschön. So, wir haben zwei Fackeln da gesehen, die nicht entzündet sind. Die zünden wir mal an. Stecken den Dekostab weg, weil warum soll man ihn verbrennen lassen, wenn man ihn noch nutzen kann? Link steckt sich gerne mal brennende Sachen in die Hosen. So, hier gibt es neue Gegner. Und zwar da oben. Die sind noch in den Eiern. Gehen wir jetzt allerdings in die Mitte. Schlüpfen sie. Und zwar sind es ein Goma-Baby. Pass auf, dass es dich nicht anspringt. Und ja, die sind eigentlich im Großen und Ganzen nicht gefährlich. Sie springen einfach nur mal. Ja, zwei Schläge und sie sind weg. Man kann auch wieder eine Sprungattacke machen oder sie mit Dekonüssen. So, ich habe noch gar nicht die Dekonüsse demonstriert. Dekonuss werfen, betäuben, in Gegner reinspringen und trotzdem noch getroffen werden. Sprungattacke, fertig. Die Sprungattacke ist wesentlich stärker als der normale Schlag. So. Oh, ich krieg sogar ein Herz. Dankeschön. Das Netz werde ich jetzt gekonnt ignorieren. Oh. Ey, ich habe keinen Schaden genommen. Cool. Dahinter brauchen wir ein Item, was wir noch nicht haben. Deswegen renne ich einfach drauf los und zünd dieses Spinnennetz an. Wow. So. Dann. Hey. Gehen wir hier noch rein. Yep, bap, 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 bap. Und sind in einem. Sind wieder am Anfang. Nur halt hier oben. Wir können wieder den Stein schlagen. Ich stelle die Steuerung irgendwann um.
kann man aber Gift auflegen. So. Scheiß Stein. Schwer. Gar nicht mehr. Fall runter. Danke. So, hier haben wir wieder ein Netz. Und eine Akurana. Da. So lässt er einen Dekostab fallen. Und so, wenn sie dir halt nicht den Kopf nach oben streckt, dann lässt sie halt nur eine Dekonuss fallen. Wir können diesmal nicht aus großer Höhe fallen, wie man hier so sieht. Ich habe B gedrückt, beziehungsweise A und nicht den C-Knopf. Egal. Wir haben ja hier eine Fackel. Da können wir wieder anzünden. Können dann hier rüber springen. Machen einfach eine Rollattacke einmal hier drüber. Zünden uns weg und lassen uns rein. Angezündet. Super praktisch. So, hier sind die drei Brüder, von denen der Lautkerl gesprochen hat. So, wie war das? 3, 2, 1, link, rechts vor links, die goldene Mitte geht vor. So, die goldene Mitte. Rechts. Und. Anvisieren bitte. Danke. Links. Und zu dem hinrennt, der rennt nämlich dann weg. Woher kanntest du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? So sei es denn. Ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergebt mir, Königin. Schande über mich. Ne, wieso? Hast du einen Tipp gegeben? Finde ich schön, finde ich schick. Ja, und wie ihr denn den Totenschädel vernehmt, stehen wir vor dem Boss. Und ja, lasst uns den Boss killen, töten, erledigen, damit der Dekobaum wieder in Ruhe schlafen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so schreie. Aber nein, ich werde ganz normal. So. Der Boss ist irgendwie nicht da. Er ist weg. Ich kann hier rumrennen, suchen, werde ihn nicht finden, aber. Geht das eigentlich auch so? Scheinbar. Wir gucken uns das schöne Auge da an und sehen, geht. Es ist eine widerliche, große, fette Spinne. Und wie jeder weiß, ich hasse Spinnen. So, erstmal anvisieren, eine Dekonuss werfen und draufhauen, draufhauen. Hey! Ja, die Feenschleuder nehmen, sie einfach abhauen lassen, krabbeln lassen, warten, bis das Auge wieder rot wird. Hey, mach schon. Auge rot. Hallo, schießen! Zu spät. Ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Man kann die Ausbrütung noch verhindern, indem man einfach die Eier kaputt macht, bevor sie schlüpfen. So, jetzt hau endlich ab. Und dieses Mal ziehe nicht den Dekostab, Link. Ich will den Dekonuss da schießen. Die Dekokern. So. Jetzt ist sie bewegungsunfähig. Sie kann gar nichts mehr machen. Und zwar so lange, bis ihr sie kaputt geschlagen habt. Hätte beim ersten Mal schon bleiben sollen. Der einfachste Gegner im ganzen Ocarina-Universum, finde ich. Ocarina im Zelda-Universum. Also einen einfacheren Gegner habe ich noch nicht erlebt. Der geht so schnell down, dass es schon nicht mehr feierlich ist. So, wir nehmen den Herzcontainer mit. Ein Herzcontainer! Deine Energie leistet sich um ein Herz. Deine Energie wird aufgefüllt. Yay! Und gehen hier in den schönen Lichtstrahl rein. So. Wir haben den Dekobaum jetzt befreit. Wie viel Uhr haben wir es eigentlich? Einmal kurz aufs Handy looken. Ach, erst 6:30. Das passt ja.
Hab Dank, Drake. Hallo, Dekobaum. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Ja, nein. Ja, okay, komm. Hau raus. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Ich sollte vielleicht nicht B drucken, sondern A. Irgendwann überspringe ich nochmal was. Oh, den Mann haben wir in unserem Traum gesehen. Komischer Mann. Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Vor tausenden von Jahren. Ja, das mache ich jetzt absichtlich so. Stiegen drei Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Bums. Din, die Göttin der Kraft. Nehu, die Göttin der Weisheit. Und Farore, die Göttin des Mutes. Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Nehru, sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Farore, sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen gen Eden. Triforce-Symbole kündeten noch heute von Städten, die sie besuchten. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Triforce. Haben will. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Nie darf der, der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Drake, begib dich nun zum Schloss. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Bling, Glitzer, Glitzer. Und wir kriegen den heiligen Stein des Waldes.
Dam, 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 dam. Und zwar dem Kokiri-Smaragd. Der Degobom hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Babababam. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Drake. Ich weiß, du hast die Kraft. Navy, hilf Drake, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navy. So lebt denn wohl. Ja, da verwelkt er. Der weise Dekubaum. Unsere Hilfe kam zu spät. Du hast die Worte des Dekubaums gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Drake. Ja, ist ja gut. Leb wohl, weiser Dekubaum. Navy, komm! Geht doch. Sie hört das Wort. Finde ich super. So, Kokiri war ich. Ja. Wir schlagen jetzt noch wieder. Hey, Drake! Was hast du getan? Der Dekubaum? Ist er tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld! Hey, ich hab nichts getan. Ich habe mir sogar noch geholfen. Er wäre noch schneller krepiert ohne mich. Da hättest du das gar nicht. Da hättest du mich gar nicht durch. Obwohl, hättest du mich eher durchgelassen, hätte ich dir vielleicht helfen können. So. Fertig aus, die Maus. So. Wir haben unseren ersten Rubin, heiligen Stein erhalten. Den Kokiri-Smaragd. Wir haben 3 goldene Skulltulas. Wir haben eine Deko-Munitionstasche. Für die Schleuder natürlich. Wir haben Deko-Stäbe. Wir haben Deko-Nüsse. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. London Farm wird eingezeichnet. Die Julianische Steppe und der Marktplatz von Hyrule. Der blinkt sogar. Da müssen wir hin. So. Ich werde hier speichern. So. Und werde den Part für heute beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, bitte kommentieren. Was euch kommentiert einfach, wie ihr Lust und Laune habt und Navy. Ja, ich weiß, du willst, was ich weitermache, aber nein, für heute nicht mehr. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Euer Drake Schattenfell. Bis dahin.